So, dann mal hallo Leute und willkommen zum Vlog Nummer 1423. Ja, wir haben jetzt Montagnachmittag. Ihr könnt euch also vorstellen, dass es gestern Abend oder gestern Nacht dann nicht mehr so gut geklappt hat, noch ein Themenzettelchen zusammenzubekommen. Aber ihr wisst ja, woran es lag. Das ganze Wochenende war doch einiges los. Aber das holen wir jetzt nach. Der Themenzettel ist taufrisch, habe ich vor ungefähr einer halben Stunde fertig bekommen. Und der weitere Plan ist, dass wir uns dann heute Abend auch nochmal zur Kernsendezeit sehen. Jetzt bin ich wieder ausgeschlafen, jetzt bin ich wieder fit. Das bedeutet, wir legen direkt los mit den Meldungen. Das sind zwar dieses Mal 7 Themen auf dem Nachmittagszettel, aber die drehen sich fast alle so ein bisschen um ein größeres Thema. Wird also mehr so eine kleine Zwischendurch-Ausgabe vom Flöckchen. Mag auch auf den ersten Blick recht trocken klingen. Kriminalstatistik, Schulen, Gewaltentwicklung, aber ich denke, es ist gar nicht mal so irrelevant, denn es zeigt ganz eindeutig, in welche Richtung dieses Land hier immer stärker steuert und das ist keine sonderlich positive. Wir fangen aber zuerst mit etwas Lustigem an oder beinahe lustig. Die Thematik im Hintergrund ist nicht witzig, aber die Auswüchse, die eben jene treibt, das hat doch was von Realsatire. Und deswegen gucken wir uns einen Artikel vom Tageslügel an, der nochmal in Richtung Agnes schielt. Und zwar die strack Zimmermannende, die nun als Oma Courage in bester Tradition zur Mutter Courage auf Wählerstimmen fangen gehen möchte für die EU-Wahl, die hat sich ja kürzlich etwas echauffiert, könnte man beinahe sagen. Und zwar soll geplaudert worden sein im Verteidigungsausschuss, in Bezug auf sogenannte Taurus-Marschflugkörper. Da hat T-Online einen Bericht veröffentlicht, in dem unter anderem geäußert wurde, dass zur Programmierung, zur Funktion, zum Einsatz dieser Marschflugkörper eine gewisse technische Ausstattung notwendig ist. Ja, nee. Die fliegen also nicht mit so einem Gummischnipszug? Ja, das hätte man aber auch mal vorher sagen können. Naja, aber zurück zum Thema. Es ist nun also an die Öffentlichkeit gesickert, die streng geheime Information, dass man ja technische Mittel benötigt, um die Dinge überhaupt zu betreiben. Und welch Wunder, davon besitzt Absurdistan nicht ganz so viele. Und dann ist in dem T-Online-Artikel unter anderem erwähnt worden, dass wenn Absurdistan seine eigenen technischen Vorrichtungen an Fodorensky verschenkt, dass wir dann selber keine mehr haben. Und da muss man jetzt auch nicht Albert Einstein sein, um darüber nachzudenken, dass das eventuell dann für die Verteidigungsfähigkeit dieses Landes ein Problem sein könnte. Also wirklich im Konjunktiv. Das aber hat Agnes auf die Palme gebracht und nun drohen strafrechtliche Ermittlungen, wer der 105 Ausschussteilnehmer, wer da geplaudert hat. Kann aber auch jemand gewesen sein, der nicht im Ausschuss ist. Das weiß man bisher noch gar nicht. Aber da stellt sich einem doch wirklich die Frage. Also lieber Agnes, meinst du nicht, dass vielleicht man auch, ohne dass irgendjemand Geheimnisse verraten hat, darauf kommen könnte, dass man, um hochmoderne Marschflugkörper mit Zielprogrammierung zu betreiben, entsprechendes Equipment benötigt. Und wenn man sich so den Zustand des Landes anguckt, dann liegt der Gedankengang, dass wir von den Dingern möglicherweise gar nicht mal so viele haben könnten auch gar nicht so extrem fern, oder? Also, liebe Agnes, vielleicht sind die Journalisten noch einfach selber auf den Gedankengang gekommen. Könnte das sein? Ach nein, Geheimnisverrat im Verteidigungsausschuss. Man fässt sich wirklich nur noch an den Kopf. Aber gut, dieses streng geheime Geheimnis, dass man programmierbare Marschflugkörper eben nicht mit der Gummizwille abschießen kann, das hat es nun an die Öffentlichkeit geschafft. Und das hätte es ja nie tun dürfen. Also für wie blöd, lieber Hampel, haltet ihr die Bevölkerung eigentlich? Frage für einen Freund, der sitzt gerade... Frage für die Chefin persönlich. Die kleine Rote sitzt mir nämlich hier gegenüber. Aber direkt zur nächsten Meldung weiter, die uns jetzt zum großen Themenkomplex des Tages führt. Nämlich zum einen zu einem Bericht der Bild-Zeitung, der uns mal nach Berlinistan bringt. Wir springen heute so ein Stück weit durch Absurdistan hin und her. Wir fangen in Berlinistan an. Die Bild berichtet nämlich, dass die Polizeieinsätze an Berlinistaner Schulen durch die Decke gehen. Ja, welche Überraschung. Im Jahr 2023 gab es an Berliner Schulen 1076 Polizeieinsätze. Klingt erstmal gar nicht so viel für eine 3,5 Millionen Einwohnerstadt. Heißt aber, dass 5-mal am Tag die Polizei ausrückt, weil an Schulen Straftaten stattfinden. Ich kann mich bei uns kaum daran erinnern, dass während meiner gesamten Schulzeit überhaupt mal die Polizei bei uns in der Schule war. Na klar, für die Fahrradprüfung in der Grundschule, da kam die Polizei mal. Oder so Unterrichtsfach. Da kam auch mal ein Polizist, der uns ein bisschen was erklärt hat. Aber einen richtigen Polizeieinsatz, glaube ich, hatten wir bei uns an der Schule nie. Also jetzt wirklich nicht, solange ich mich
bewusst daran erinnern kann. An Berlins Thaner Schulen gehört das aber zum Alltagsbild. Dort rückt 5-mal am Tag die Polizei an. Und jetzt haben wir auch eine kleine Auflistung. Juna, geh mal weg. Jetzt haben wir auch eine kleine Auflistung, um was für Delikte es sich dabei handelt. Nämlich, aber vielleicht gucken wir uns erstmal kurz die Entwicklung eben jener Einsätze an, damit so eine paar Relationen zu den Zahlen vorhanden sind. Dann gucken wir uns die Delikte im Detail an. 2021 waren, war ja nun gerade Zombie-Zeit, 750 Polizeieinsätze an Berliner Schulen. 2022 waren es dann bereits 1003 Polizeieinsätze an Schulen, also mal eben 250 mehr als im Jahr davor. Und 2023, denn genau über das letzte Jahr reden wir jetzt natürlich, für dieses Jahr, für 2024 gibt es ja noch keine Erhebungen, 2023 waren es dann die besagten 1076. Man kann also von einem tendenziellen Ansteigen eben jener Einsätze sprechen, dass sich wohl in den vergangenen, in den nächsten Jahren, in den zukünftigen Jahren noch so weiterführen wird. Jetzt gucken wir uns die Delikte an. Die Straftaten sind nämlich ein bisschen mehr als die Polizeieinsätze. Es gibt ja auch Straftaten, wo nicht immer gleich die Polizei ankommt, aber die trotzdem registriert werden, die dann vielleicht im Nachgang erst der Polizei gemeldet werden. Und die haben sich seit 2022 schon verdoppelt. Vom Zombie-Irrsinnsjahr, da waren es 3.796 auf 6.113 in 2022. 6.000 Delikte an Schulen in Berlinistan. Ja, lässt relativ tief blicken. Und da sind so nette kleine Sachen dabei, wie beispielsweise Rohheitsdelikte. Darunter fallen Dinge wie Bedrohung, Raub, Körperverletzung und alles, was da sonst noch in die Richtung geht. Die haben sich ebenfalls verdoppelt, und zwar von 2022, da waren es 1133, auf 2023, da haben wir dann schon 2344. Über 1000 Fälle mehr aus der Rubrik Bedrohung, Raub, Körperverletzung und das Ganze drumherum. Nochmal an Schulen, nicht in irgendwelchen Justizvollzugsanstalten, sondern dort, wo Schüler eigentlich hingehen sollen, um was zu lernen, um Wissen zu erwerben, um da was mitzunehmen. Aber bestenfalls nicht, um Opfer von irgendwelchen Delikten zu werden. Es gibt schon eine Aussage von Anja Dirschke, ist die Polizeisprecherin aus Berlin, ist die Blonde, die kennt ihr auch noch von diversen Streams, wo ich mal ab und an mal mit ihr geredet habe auf Demonstrationen. Haben wir, glaube ich, 2-3 Mal gehabt. Habt ihr noch ein Bild, finde ich ganz sympathisch. Die hat das kommentiert in der Bild-Zeitung und hat gesagt, Zitat, eine deutliche Steigerung mit der Tatörtlichkeit Schule ist zu verzeichnen. Na klar, ganz genauer Statements kriegt man dann erst mit der Veröffentlichung der neuen polizeilichen Kriminalstatistik. Müsste jetzt im April kommen fürs Jahr 2023. Es sind bisher alles noch Auszüge. Wir haben also über 1000 Polizeieinsätze pro Jahr in Berlin und mehr als 6000 Delikte. 2324 davon sind unschöne Sachen wie Körperverletzungen, Raubfälle und der ganze eklige Mist. Wer nun meint, okay, das ist eben Berlinistan, ist halt Shithole, meine Güte, können wir ignorieren. Der irrt leider, denn in anderen Bundesländern sieht es auch nicht anders aus. Und da haben wir direkt die nächste Meldung. Wie gesagt, das hängt heute alles relativ eng beisammen thematisch. Vom BR24, die berichten nämlich aus Südistan. Da, wo ja man manchmal denken könnte, außerhalb der Politik ist die Welt vielleicht noch ein bisschen in Ordnung da auf der Alm. Aber selbst im beschaulichen Südistan sieht es leider nicht besser aus. BR24 teilt mit, dass es 2022, die haben für 23 noch keine Zahlen geliefert, dass es 2022 mehr Gewalt an südistanischen Schulen gab. Und zwar haben die dort 1674 Fälle von Gewaltdelikten mit leichter Körperverletzung zu verzeichnen. Und dann haben sie auch noch ein paar schwerere Fälle, alles in Richtung Mord, Totschlag, Vergewaltigung, Raub, räuberische Erpressung und die schwere Körperverletzung oder gefährliche Körperverletzung. Da gab es im letzten Jahr 554 Fälle. Plus 23% im Vergleich zum Vor-Zombie-Irrsinns-Zeitraum. Im Jahr 2019, der Vergleichszeitraum, waren es 424. 3 Jahre später, nach Zombie-Gedöns, sind es 554 Fälle. 23% mehr. Also fast ein Viertel mehr Fälle. Und das irgendwo auf Dalm, na gut, da haben sie nur auch kleinere große Städte noch mit anwesend, wo dann die Zustände auch nicht mehr allzu viel besser sind als irgendwo in Brennpunkten in Nordrhein-Westfalen oder in Berlinistan. Aber irgendwie ist das keine schöne Entwicklung, oder? Schulen werden immer mehr zu Irrenanstalten, ist jetzt fies für alle, die aus medizinischen Gründen eine Irrenanstalt sind, aber es fühlt sich ja mitunter so an, als wäre eine Schule die reinste Irrenanstalt. Als wären Lehrer und Aufsichtspersonal nur noch da, um zu verhindern, dass sich die Schüler im Klassenraum gegenseitig abmurksen.
Und die Zahlen stützen das leider. Also das ist offensichtlich keine böse, böse Verschwörungstheorie. Das ist nicht Wahlkampf von der AfD oder sonst irgendwas, was immer gerne vorgeworfen wird. Nee, das ist das, was tagtäglich an Schulen passiert. Und das deckt sich mit dem, was hunderte Schüler mittlerweile berichten, dass sie sich eben in der Schule kaum noch sicher fühlen können. Dass es da mitunter auch in Richtung organisierte Kriminalität geht. Große Gangs, die sich zusammenfinden, andere da bedrohen. Oft aus einem gewissen Umkreis, aus einem gewissen kulturellen Umfeld. Und das sind Dinge, die sind jetzt auch nicht unbedingt erst seit vorgestern ein Problem. Das geht schon seit einigen Jahren. Das wusste man politisch auch, dass es da gewisse Thematiken gibt, die man versucht hat zu umschiffen, die aber irgendwann so gravierende Formen annehmen, Kriminalitätsentwicklung an Schulen, dass man sie nicht mehr verschweigen kann, dass man nicht mehr so tun kann, als wären sie, als gäbe es sie nicht. Und offenbar ist der Zeitpunkt mittlerweile angekommen, also mittlerweile haben wir den Zeitpunkt erreicht. Aus ganz Deutschland wird mitgeteilt, auch NRW hat einen Bericht geliefert, aus ganz Deutschland wird mitgeteilt, die Gewalt an Schulen geht durch die Decke. Tendenz steigend. Da wir nun aber beim Thema Schulen schon sind, können wir gleich das erste große Tagesthema anschauen. Das führt uns nämlich in Richtung, die Gewalt an Schulen ist ja auch ein Tagesthema, naja, können wir uns gleich das nächste große Tagesthema anschauen. Das führt uns nämlich in Richtung der Hampelschen Pläne. Ihr habt es ja mitbekommen, die Bildungsministerin, die sich eigentlich darum kümmern sollte, dass solche Zustände an hiesigen Schulen nicht herrschen, die hat ja etwas andere Schwerpunkte gesetzt. Wenn es nach ihr geht, FDP-Dame, Stark-Zimmermann nennt sie sich wohl. Ich verwechsel die mal mit der alten Agnes. Nee, das ist niemand mal Stark-Zimmermann und Stark-Watzinger. So, ich kann die Damen nicht auseinanderhalten. Naja, beide von der FDP, beide. Muss ich mir jetzt verkneifen, was ich dazu sagen möchte. Aber die Stark-Watzinger, die Bildungsministerin, die möchte die Kinder ja kriegstüchtig machen. Die sollen an Schulen Krieg spielen. Zivilschutz. Ja, ist klar. Sie müssten ja auf Katastrophen vorbereitet werden. Problem ist nur, das ist eventuell A, nicht unbedingt kindgerecht und B, vielleicht auch nicht unbedingt das, was an Schulen jetzt Inhalt auf dem Lehrplan sein sollte, dass man da überlegt, wie man sich im Keller verschanzt. Und das hat jetzt auch die erste Lehrergewerkschaft auf den Plan gerufen. Nämlich die Fachgewerkschaft VBE, die haben in der Zeit mitgeteilt, dass sie gegen eben jene Bundeswehrauftritte in Schulen sind. Die Bildungsministerin wollte, dass dort die Bundeswehrfunktionäre einreiten und den Schülern erzählen, wie geil doch Verteidigung ist, nicht wahr? Wie wichtig das ist und dass sie doch bitte alle zur Bundeswehr kommen sollen. So in so eine Richtung sollte das offenbar gehen. Man müsste die Kinder ja darauf vorbereiten auf Krieg. Mhm. Hat man in totalitären Regimen übrigens auch gemacht. War vielleicht nicht unbedingt so vorbildlich. Also kommt immer auf die Sichtweise an, aber hat halt eher was mit Propaganda als mit Wissensvermittlung zu tun. Das sieht die Lehrergewerkschaft ganz ähnlich. Die haben mitgeteilt, dass das den Kindern Angst machen könnte. Ja, welche Überraschung. Natürlich kann das den Kindern Angst machen. Kriegt man jetzt auch nicht unbedingt einen Nobelpreis für diese Feststellung. Und deswegen müssen natürlich auch unschöne, schwierigere, kritischere Themen mit Kindern besprochen werden. Naturkatastrophen und so ist alles richtig, dass man mit den Kindern mal drüber geredet haben muss und da vielleicht auch den Kindern so ein bisschen die Angst nehmen und drüber sprechen, ja, sowas kann natürlich passieren, so eine Naturkatastrophe, ist aber sehr, sehr unwahrscheinlich, wenn es passiert ist, das und das und das sind dann die sinnvollen Schritte, dass man da eine sachliche Aufklärung mit den Kindern vornimmt. Ab einem bestimmten Alter versteht sich, Grundschule überhaupt nicht. Ja, klar, aber bewusst mit Militärfunktionären auf Schüler zutreten und denen da was vom Krieg erzählen, ist nochmal eine etwas andere Hausnummer. Und natürlich wird das Kindern Angst machen, das ist ganz klar. Das lässt sich nicht ausschließen. Und so hat die Lehrergewerkschaft ebenfalls gesagt, dass man bei entsprechend schwierigen Themen natürlich drüber reden muss, ja, aber das müssen speziell ausgebildete Pädagogen machen, Lehrer machen, die auch Ahnung von der Kommunikation mit Schülern, mit Kindern haben, die auch ein bisschen nachvollziehen können, wie Kinder denken und ob das irgend so ein Militärgeneral hinbekommt, das ist eine etwas andere Frage. Ist es also eine schlechte Idee, da jemanden von außerhalb reinzusetzen, bei dem schon im Vorfeld zu, sagen wir mal, 90% klar ist, dass ein relativ großer Teil der Kinder davon eher verunsichert sein wird als alles andere? Das hat man bisher von anderen Lehrerverbänden noch nicht offen thematisiert. Da gab es ja in den vergangenen Tagen sogar unterstützende Worte in Richtung der Bildungsministerin. Die fanden das ja teilweise geil. Ja, die Lehrergewerkschaft VBE offensichtlich nicht. Und da gibt es noch eine Aussage vom bildungspolitischen Sprecher der CDU. Fand ich ganz spannend, also CDU, CSU. Nämlich vom Thomas,
Jatschowek, irgendso, Jatschowek, so in die Richtung. Der hat gesagt, Zitat, wir müssen unsere Kinder schultüchtig machen und nicht kriegstüchtig. Ja, kann man so unterschreiben, oder? Hat die CDU tatsächlich mal was Sinnvolles angesprochen. Während die Hampel offenbar drauf und dran ist, die Kinder auf Krieg und auf, naja, wie man es sonst so bezeichnen möchte, zu drillen, kommt jetzt ausgerechnet die CDU, die das sicher, wenn sie gerade an der Macht wäre, auch nicht sonderlich anders machen würde als die Hampel, aber kommt jetzt ausgerechnet die CDU und sagt, na, die Kinder müssen schultüchtig werden, nicht kriegstüchtig. Ja, wäre sinnvoll, nicht wahr? Es ist nämlich mittlerweile aufgefallen, Zitat, ebenfalls der bildungspolitische CDU-Sprecher, jedes vierte Kind lernt in der Grundschule nicht richtig lesen und schreiben. Da müssen wir ran. Und auch hier wäre sinnvoll, oder? Auf der einen Seite explodieren Gewaltdelikte an Schulen, auf der anderen Seite sinkt gleichzeitig das Leistungsniveau der Schüler aber weiter. Mittlerweile kann man ja schon froh sein, wenn ein Zehntklässler sich überhaupt noch die Schuhe binden kann. Ohne das jetzt böse zu meinen. Aber da hatten wir ja im Rahmen der PISA-Studienergebnisse auch schon drüber gesprochen. Absurdistanische Schüler werden im Internationalen immer weniger konkurrenzfähig. Ja, wo soll denn die Wissensvermittlung auch herkommen, wenn die Lehrer nur noch damit beschäftigt sind, die Polizei zu rufen, weil mal wieder irgendjemand halb abgemurkst wird im Klassenzimmer? Ja, klar bleibt dann die Wissensvermittlung auf der Strecke. Und wenn von 30 Kindern in der Schule 20 kein Deutsch können, ja, wie soll das denn dann gehen? Ja, Spoiler, überhaupt nicht. Und das schlägt sich jetzt in vielen, vielen Bereichen so nieder. Aber schön, dass es der CDU aufgefallen ist, dass die Schüler eher schulfähig werden müssten. Ja, wäre wünschenswert. Aber gucken wir uns direkt die nächste Meldung an, die jetzt zwar nichts mehr mit Schulen zu tun hat, sondern in einer, ja, auch in eine statistische Richtung geht. Also wir hantieren heute relativ viel mit Zahlen. Wir gucken nämlich zu einem Bericht der Weltzeitung, bei dem der BKA-Chef etwas geäußert hat, was Nancy nicht so gut gefallen dürfte. Ihr wisst, unser Nancy Faeserchen, die in Hessen zwar gerne Regierungschefin geworden wäre, das hat aber nicht so gut geklappt, die sich dann umentschieden hat, spontan plötzlich doch lieber in der Bundespolitik bleiben wollte, weil dann ist der Posten wohl doch etwas lukrativer. Die ist ja nun aktuell Innenministerin, ne? Und man könnte den Eindruck gewinnen, dass die Dame eventuell ein kleines bisschen, nur so ein Mühe, kleines bisschen einseitig unterwegs ist. Denn Nancys Lieblingsthema, habt ihr mittlerweile bestimmt alle mitbekommen, Kampf gegen rechts muss intensiviert werden. Mehr Geld im Kampf gegen rechts, die größte Gefahr für die ganze Welt und so. Also Nancy leider jetzt mal etwas freier zitiert. Hat sie so natürlich nicht, oder? Doch, mehr Geld im Kampf gegen rechts, das kam, glaube ich, wirklich mal von Nancy. Naja, das ist so die Richtung, in der sich die Handlungen und die Aussagen von Nancy Lein für gewöhnlich ansiedeln. Und das sieht der BKA-Chef aber jetzt ein bisschen anders, denn nun gibt es Erhebungen bzw. statistische Entwicklungen in Bezug auf Linksextremismus, die der Nancy nicht so gut gefallen. Er spricht nämlich davon, BKA-Chef Münch, dass die sieht erstmal eine Zuspitzung der Bedrohungslage aus dem linksextremistischen, linksterroristischen Bereich. Jetzt auch nicht erst seit dem Brandanschlag auf die Hochspannungsleitung vor knappen 2 Wochen, sondern ihm ist jetzt aufgefallen, dass insgesamt 56% aller Brandanschläge, also vorsätzlich herbeigeführte Feuer, 56% der Gesamtheit auf das Konto der Linksextremisten fallen. Und die anderen, die übrig bleibenden 44%, sind bunt verteilt. Also dann wirklich auf alle anderen Tätergruppen. Genau, Arnul, das geht seit Jahren so. Konnte man vor vielen, vielen Jahren auch in Berlin schon ganz wundervoll beobachten. Immer wenn da irgendeinem Linksextremisten gerade irgendwas nicht gefallen hat, haben in Berlin 20, 30 Autos gebrannt in einer Nacht. Das zieht sich ja wie so ein roter Faden da durch. Und das wurde jetzt mal offen ausgesprochen. Die Reparatur der Hochspannungsleitung, die mittlerweile zum Glück abgeschlossen werden konnte, hat übrigens über 1 Million Euro gekostet. Das nur so, um mal die Dimension zu verstehen. Da ist irgend so ein frustrierter, süßer, kleiner, flauschiger Pseudoaktivist, ist da losmarschiert, gibt ein Bekennerschreiben auf der Linksterroristenseite, Linksextremistenseite, wo drin stand, ja, wir haben es abgefackelt, weil wir es können, so in die Richtung. Der ist da losmarschiert mit seinen Kumpanen, hat die Hochspannungsleitung attackiert und ein Sachschaden von über 1 Million Euro ist entstanden. Ja, nicht nur der Sachschaden, der entstanden ist, ist besprechenswert, gibt nämlich auch noch den anderen Aspekt. Das hat ja auch ein gewisses Risiko für die gesamte Umgebung bedeutet. Da ist mehrere Stunden lang in mehreren Gemeinden der Strom weg gewesen. Da gibt es aber eben auch Altersheime, da gibt es Arztpraxen, da gibt es Krankenhäuser. Das ist sicher, die haben Notstromaggregate, das funktioniert eine ganze Weile. Aber da gibt es mitunter auch Einrichtungen, wo der Betrieb von elektrischen Geräten überlebensnotwendig für den einen oder anderen ist. Ich meine jetzt nicht ein WLAN-Router, sondern wirklich medizinische Unterstützungsgeräte. Und wenn der Hochspannungsmast abgefackelt wird, nicht klar ist, wie lange die Reparatur dauert
und Notstromaggregate für gewöhnlich für ein paar Stunden nur ausgelegt sind, naja, dann wurde da billigend in Kauf genommen, dass Menschen zu Schaden kommen, im schlimmsten Fall zu Tode kommen. Und das nur, weil man ein Problem mit der Firma Tesla hat, weil man die nicht mag, weil die bei Twitter nicht schnell genug zensieren. Also jetzt der Chef des Ladens. Also ist schon echt hanebüchen, mit was für Begründungen dann schwerste Anschläge auf kritische Infrastrukturelemente unternommen werden. Und das unter anderem nicht nur politisch, sondern auch medial ganz gerne teilweise verharmlost wird, teilweise wird gar nicht drüber gesprochen. Und wenn man dann drüber sprechen muss, weil es einfach ein so gravierender Vorfall ist, dass man es nicht verschweigen kann, dann heißt es plötzlich, ja, man ist ja tief bestürzt, man müsse ja da viel, viel genauer hinschauen, man müsse da dem Einhalt gebieten, sowas darf ja nicht passieren. Ja, sowas passiert aber, und zwar seit vielen, vielen Jahren. Und das ist ja jetzt nett, dass das mal vom BKA-Chef angesprochen wird. Aber es gibt ja noch ein paar andere Delikte, die in diese Richtung gehen. Es geht ja längst nicht nur um irgendwelche Brandanschläge. Es gibt ja auch Körperverletzungen und so weiter und so fort. Bedrohungen aus eben jenem politischen Spektrum, die genauso durch die Decke gehen. Da können wir uns dann detailliert drüber unterhalten, wenn die PKS dann für 2023 veröffentlicht wurde. Aber langsam wird ab und an auch mal in der öffentlichen Berichterstattung drüber gesprochen. Ja, Nancy passt es nicht so. Von Nancy kam da jetzt bisher relativ wenig. Ja, die hat sich ja schon davon distanziert. Die hat ja schon gesagt, wie schlimm das alles ist. Und das darf ja nicht passieren, muss ja dagegen vorgehen. Nur sagt Nancy das immer nur dann, wenn wirklich was so Gravierendes passiert ist, dass die gesamte mediale Öffentlichkeit drüber spricht. Ob sie sich da tatsächlich auch im Alltag drum schert als Innenministerin, wäre ihre Aufgabe. Das steht auf einem völlig anderen Blatt. Und ich will behaupten, dass ich da gewisse Bedenken habe, was das angeht. Denn Nancy scheint doch ziemlich tiefrot eingefärbt zu sein in vielen, vielen Punkten. Lass mal Nancy mal Nancy sein. Schön, dass der BKA-Chef da mal Klartext gesprochen hat, was das angeht. Mal gucken, ob er demnächst seinen Posten los ist. Das kann ja auch sein. Jetzt schauen wir uns aber die nächste Meldung an, die uns nochmal zur CDU führt. Jetzt zur Abwechslung nicht zum Thema Bildungspolitik, da hat man die CDU ja schon einige Male. Nee, jetzt gucken wir zu einer anderen Thematik, die Grünen auf die Palme bringt. Berichtet hat der Lügel, und da musste ich doch etwas drüber schmunzeln, denn die Grünen sind echauffiert. Sie toben, sie werfen der CDU vor, diese hätte völlig das Maß verloren. Und zwar beim Bürgergeld. Die CDU hat nämlich angekündigt, die wollen das Bürgergeld wieder abschaffen. Das grüne Prestigeprojekt, das grüne Hampelprojekt, womit sie sich Schlagzeilen ohne Ende gesucht haben, sie als Heilsbringer aufspielen wollten, wie sozial sie doch wären und so weiter und so fort. Problem ist nur, dass eben jenes Bürgergeld für massive Probleme gesorgt hat. Unter anderem ist es in vielen Fällen schlichtweg lukrativer, wenn man sich von anderen aushalten lässt, und zwar ohne eigene Leistung. Und das ist in bestimmten Bereichen auch schon gut angekommen. Sicher trifft längst nicht auf alle zu, die Bürgergeld beziehen. Es gibt auch viele, viele Leute, die es unverschuldet getroffen hat, weil die Firma pleite gegangen ist aufgrund der hampelschen Politik. Da gibt es ganz, ganz viele, die da nicht durch eigenes Zutun in Abhängigkeit von anderen gerutscht sind. Aber es gibt eben auch einen nicht unerheblichen bzw. immer stärker anwachsenden Teil von Leuten, die es da ein bisschen gemütlich drauf machen. Nach dem Motto, ja, ist doch, kommen wir alle nach Absurdistan, halten wir die Hand auf, hier gibt es Bürgergeld und wenn es keins mehr gibt, gehen wir wieder zurück. So in so eine Richtung funktioniert das ja leider auch gar nicht mal so schlecht. Und das ist der CDU aufgefallen und nun haben sie gesagt, es muss wieder reformiert werden. Das Bürgergeld muss weg, dafür muss ein anderes Sozialleistungssystem her. Und das hat die Grünlinge jetzt auf die Palme gebracht. Man muss dazu sagen, dass die CDU-Pläne auch massive Mängel haben von dem, was da bisher offen thematisiert oder offen bekannt wurde. Aber ob das nun schlechter ist oder besser als das, was die Grünlinge da eingeführt haben, naja, das steht sicherlich auch nochmal auf einem anderen Blatt. Auf jeden Fall will die CDU, dass beispielsweise schon ab Tag 1, wenn jemand Sozialleistungen beantragt, geschaut wird, hat der es denn überhaupt nötig? Oder hat er ein so großes Finanzpolster, dass er vielleicht Monate oder Jahre lang von seinem eigenen Geld leben kann? Und wenn das der Fall ist, dann soll er sein eigenes Geld verwenden. Zum anderen, also das Erste halte ich für etwas bedenklich, reden wir gleich drüber, warum. Zum Zweiten hat die CDU angekündigt, dass Leute, die vehement jedes Angebot, irgendwo eigenständig für ihren Lebensunterhalt aufzukommen, ablehnen, dass die als nicht bedürftig gelten. Die kriegen dann auch keine Sozialleistungen, weil das Geld ist, was andere Leute erarbeiten müssen. Und wenn jemand partout sagt, er will aber kein Geld erarbeiten, er will, dass die anderen für einen ackern gehen, naja, dann scheint es ihm ja nicht so schlecht zu gehen. Und warum sollen die anderen dann für ihn was tun? Wer wiederholt alles ablehnt, was er machen könnte, was ihm zumutbar wäre, könnte sich auch selber was suchen, und einfach keinen Bock hat, der soll künftig nichts mehr kriegen. Und das wiederum halte ich für durchaus sinnvoll.
Damit eben solche Zustände, dass teilweise ganze Großfamilien sich es einfach nur gemütlich machen, dass solche Zustände dementsprechend untergraben werden. Wer sich selber um seinen eigenen Lebensunterhalt kümmern möchte, der wird ja auch irgendwo tätig, der versucht was zu finden, der schreibt Bewerbungen, der knüpft Kontakte, der probiert und macht und tut. Und wenn das dann immer noch nicht funktioniert, obwohl er sich einbringt und engagiert, ja okay, dann kann er da irgendwann auch nichts für. Dann mag es vielleicht irgendwelche äußeren Faktoren geben, die einfach nicht passen oder sonst was. Das ist eine andere Situation. Aber wenn wir jemanden haben, der nicht möchte, der ganz offen sagt, ich habe aber keinen Bock drauf, ich will Knete haben, aber ich will dafür keinen Finger krumm machen. Ja, warum sollen die anderen ihre Finger dann für den krumm machen? Das ist der Punkt von der angedachten Reform von der CDU, den ich absolut teile. Halte ich für sehr, sehr sinnvoll. Was ich, wie gesagt, etwas kritischer sehe, ist der Punkt mit der Vermögensprüfung ab Tag 1. Denn das haben an der Stelle tatsächlich die Grünen mal, also das habe ich, glaube ich, noch nie lobend erwähnt, dass die mal Korn gefunden haben, aber das blinde Huhn und sowas. Das haben die Grünen erwähnt. Das wäre nämlich ein riesiges Problem für alle kleineren Unternehmer und Selbstständigen, die unverschuldet ihrem Job nicht mehr nachgehen können. Die vielleicht aufgrund welchen politischen Irrsinns, haben die Grünen jetzt nicht gesagt, aber nicht mehr arbeiten können, dürfen oder sonst was, wo das Unternehmen kaputt gemacht wurde. Denen würde es die Rücklagen wegschießen. Und das wiederum, wenn da jemand jahrelang, vielleicht jahrzehntelang ein Geschäft aufgebaut hat, sich Rücklagen aufgebaut hat, vielleicht für Altersvorsorge oder Rücklagen, wenn er kleiner Selbstständiger ist für sein eigenes Unternehmen, wenn er die dann aufbrauchen muss und keine Übergangsunterstützung bekommt, bis sein Geschäft wieder läuft oder je nachdem, worum es da eben im Einzelfall geht, dann ist das für den mitunter ein Zwang in die Abhängigkeit. Das ist dann, da müsste man eine Differenzierung vornehmen. Dass da jemand eben nicht an seine Rücklagen muss, der jahrelang, jahrzehntelang dafür geackert hat. Ja gut, ich denke, das sollte selbstverständlich sein. Wenn jemand unverschuldet in eine Notlage rutscht, dann muss er natürlich für einen bestimmten Zeitraum, um wieder auf die Beine zu kommen, dann auch Unterstützung bekommen. Wenn absehbar ist, dass er auch wieder selber was machen möchte. Was anderes ist es, wenn absehbar ist, dass jemand eben nichts tun will. Aber das sind ja zwei Sachlichkeiten. Jetzt fehlt mir das richtige Wort. Jetzt habe ich eine Wortfindungsstörung. Thematiken sind auch falsch. Sachverhalte, so rum, das habe ich gesucht. Das sind zwei völlig verschiedene Sachverhalte. Und sicher, die CDU hat jetzt erstmal gesagt, sie will was reformieren, sie wollen ein anderes System. Sie haben uns auch noch nicht detailliert, wie das aussehen soll. Also sie sind noch nicht ins Detail gegangen, haben noch nicht erklärt, wie genau dieses neue System dann sein soll. Heißt also, da kann man nicht ganz so viel aktuell zu sagen, außer dass sie angekündigt haben, dass geprüft werden soll, ob jemand bedürftig ist oder eben nicht. Und wenn jemand vehement selber nichts machen möchte, obwohl er es könnte, obwohl er vielleicht auch die Angebote bekommt, wenn er selber keine findet, dann auch übers Jobcenter vermittelt und immer wieder einfach nur blockiert und sagt, will ich aber nicht, ja, dann ist er eben nicht bedürftig. Wer alles ablehnen kann, dem kann so schlecht nicht gehen. Naja, jetzt kommen wir aber zum Ende erstmal. Nee, eine Meldung haben wir noch. Wir haben noch einen kleinen Bericht aus, jetzt muss ich die richtige Notiz finden. Wir haben noch einen kleinen Bericht aus Polen, da hat nämlich die Tagesschau mitgeteilt, dass die polnischen Landwirte auf die Barrikaden gehen. Und zwar so richtig. Die blockieren aktuell, haben gestern Abend damit angefangen, soll wohl bis Mittwochabend noch so gehen. Die blockieren aktuell die Autobahn A12, einen Grenzübergang in beide Richtungen. Ob der Autobahnübergang bis Mittwochabend komplett dicht bleibt, ja gut, das ist jetzt nicht genau mitgeliefert, aber zumindest die Protestaktionen im Rahmen dieser Autobahnsperrung sollen wohl bis Mittwochabend so weiterlaufen. Worum geht's? Dann habt ihr hoffentlich alle noch etwas auf dem Schirm. Da haben wir ja schon dutzende Male drüber gesprochen. Die EU-Agrarpolitik. Die polnischen Landwirte haben bereits Grenzübergänge nach Fodorenskistan dicht gemacht, um darauf hinzuweisen, dass diese dortigen Billigimporte, durch uns subventioniert, durch uns finanziert, dass die den gesamten hiesigen Markt kaputt machen. Heißt also, so günstig kann kein polnischer Landwirt oder ob sudetanischer Landwirt oder rumänischer Landwirt, die haben da genau das gleiche Problem, dank Fodorenskistan, so günstig kann kein fremder oder kein Landwirt aus dem eigenen Land, welches auch immer das nur ist, produzieren. Ist ja logisch, wenn da was anderes totsubventioniert wird, wenn die mit ihrem Steuergeld dafür bezahlen müssen, dass das Fodorensk hier seine eigenen Produkte zu Schleuderpreisen auf den Markt werfen kann, ja dann, was soll man dazu sagen? Wenn jemand seine Produktion nicht selber bezahlen muss, weil alle anderen dazu gezwungen werden, einen anderen Staatshaushalt mitzutragen, ja natürlich kann er dann den Markt damit fluten. Und deswegen haben die Landwirte aus Polen dort schon die Grenzübergänge blockiert, jetzt blockieren sie nach Absurdistan, um mitzuteilen, liebe Freunde, so geht's aber nicht weiter. Das, was ihr da auf EU-Ebene gerade macht, das killt die gesamte europäische Landwirtschaft.
Auch in Madrid sind die Bauern wieder auf der Straße. Auch da demonstrieren sie gegen den EU-Landwirtschaftspolitik-Irrsinn. Und hierzulande haben wir ja auch fast täglich irgendwo eine Demo der Landwirte und vieler Mittelständler, Handwerksbetriebe, also alle, die durch die hiesige hampelsche Politik zu leiden haben. Hier ist auch jeden Tag was los in diesem Land. Da geht es teilweise auch um die EU-Agrarpolitik, aber priorisiert um das, was die Hampel abzieht. Unter anderem Agrardiesel, landwirtschaftliche Maschinen, Kfz-Steuer. Bürokratischer Wahnsinn. Irgendwelche Vorgaben, wie sie ihre Flächen zu bewirtschaften haben. Kommt ja immer mehr dazu. Eine Vorschrift jagt die nächste und so wirklich kommt da kaum noch ein Landwirt aufs Feld, weil er nur noch mit irgendeinem bürokratischen Irrsinn beschäftigt ist. Und sich künftig seine eigene Bewirtschaftung der Flächen wohl nicht mehr leisten kann, wenn der hampelsche Irrsinn nicht komplett zurückgenommen wird. Die Forderungskataloge der verschiedenen Landwirtschaftsverbände, die kennt ihr ja mittlerweile. Wir waren ja auch auf einigen Demos mit anwesend. Da habt ihr die Anliegen der Landwirtschaftsvertreter ja auch euch teilweise live, teilweise in der Aufzeichnung anhören können. Aber sind auf jeden Fall Thematiken, die immer noch nicht gelöst wurden. Geht jetzt seit mittlerweile fast einem Vierteljahr so, dass Proteste laufen. Nicht nur hierzulande, sondern europaweit. Und nun in Polen mal wieder eine Blockade eines Autobahnübergangs, eines Grenzübergangs, um darauf hinzuweisen, da muss endlich was geschehen. Seit Januar gehen die Bauern auf die Barrikaden, aber politisch hat sich bisher außer einem feuchten Händedruck und ein paar warmen Worten noch gar nichts getan. Und teilweise sogar das Gegenteil, nicht mal ein paar warme Worte wurde und ganz klar gesagt, ja, ist uns im Prinzip wurscht, weil es geht jetzt halt einfach nicht anders. Wir haben einen Haushalt verkackt, ist kein Geld da, müsst ihr jetzt gucken, wo er bleibt. Naja. Leider nicht nur auf Absurdistan begrenzt, sondern betrifft unsere Nachbarn ganz genauso, wenn auch da durch die EU-Ebene, die es leider nicht besser macht als der absurdistanische Irrsinn. Damit sind wir dann aber am Ende vom Nachmittagsthemenzettelchen. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Ich werde jetzt noch eine Runde das schöne Wetter genießen, das Kaninchen noch etwas bewegen und dann sehen wir uns heute Abend wieder. Heute wach und ausgeschlafen, sehr, sehr wahrscheinlich, dass ich nicht einschlafe. Mal gucken, ob wir die Kernsendezeit schaffen, plus minus, das kennt ihr ja schon, aber jetzt erstmal. Wer Lust hat, alle Mann, raus an die Sonne. Macht euch noch einen schönen Montagnachmittag. Katerchen, du knapperst nicht das Lederband an. Und dann bin ich gespannt, was der restliche Nachmittag noch so an Irrsinnsnachrichten zu berichten hat. Und Dani fragt, was für schönes Wetter. Hier ist strahlend blauer Himmel, aber es sind leider nur 8 Grad. Also allzu warm ist es nicht. Schaut mal, das Katerchen war auch die ganze Zeit mit am Start. Teilweise hinter der Kamera, teilweise hat es sich dann hergelegt. Die Chefin habt ihr auch gesehen. Wir sind also alle vollzählig. Und jetzt muss ich zur Außendienstmitarbeiterin zum Kaninchen fahren. Deswegen bis nachher.